Herr Kardinal, ich gebe zu, ich spreche für viele Menschen. Wir sind traurig, dass Sie gehen. Eine große Ära in der deutschen katholischen Kirche geht zu Ende. Ja, ich bin natürlich zunächst einmal froh, dass ich meinen Auftrag vollenden darf und weitergeben darf. Ich spüre doch öfter schon auch mal gesundheitlich einfach die Grenzen der Belastbarkeit. Und ich freue mich, dass ich einigermaßen gesund Stafette weitergeben kann an einen anderen. Und dass ich, so Gott will, noch Zeit habe, etwas zu tun, was ich gerne mache und was ich mir selbst aussuchen kann. Sind Sie jetzt eher traurig oder eher erleichtert, dass jetzt was Neues beginnt? Ich denke, ich bin mehrheitlich erleichtert und überwiegend also auch froh. Aber man weiß auch, dass man nicht gelöste Dinge Personen gegenüber oder auch Institutionen zurücklässt, und insofern haut man nicht einfach ab. Auf was, weil Sie es vorher angesprochen haben, auf was freuen Sie sich jetzt am meisten? Jetzt freue ich einfach mal auf die Freiheit, viele Dinge auswählen zu können, entscheiden zu können, gehe ich mal dahin oder gehe ich dorthin, lese ich mal die Zeitung länger am Vormittag oder lese ich mal dieses Buch ganz, auch wenn es dick ist, und wann mache ich meinen Urlaub, nicht nur in den Schulferien, sondern auch zu anderer Zeit. Also da gibt es viele Dinge, wo man sich dann freuen kann. Aber man verliert natürlich die Sorge, die man um die Kirche im Ganzen hat und die man um das Bistum hat und so fort. Wenn man in diesen Funktionen tätig war, verliert man das nicht. Welcher Titel steht auf Ihrem nächsten Buch? Welcher Titel? Das weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich immer erst am Schluss. Und oft haben andere einen besseren Vorschlag als man selber. Es ist auch, glaube ich, bei diesen Titeln weitgehend so, dass andere gesagt haben, wären sie auch mit dem oder jenem einverstanden. Jetzt können Sie ja, wenn Sie nicht mal Kardinal sind, die Themen anpeilen, die Sie sagen, jetzt möchte ich noch was sagen, und Sie haben ja nichts mehr zu befürchten. Was wäre denn das für ein Thema? Wären das die Frauen in der Kirche oder wiederverheiratet Geschiedene? Also bei wiederverheiratet Geschiedene kann ich mich selbst nicht übertreffen, denn seit 1969 habe ich also eigentlich in jedem Jahr irgendetwas dazu gemacht und auch in verschiedenen Gremien international gesessen. Jetzt würde ich einige Sachen noch machen, die mit Ökumene hauptsächlich zu tun haben. Ich werde etwas machen bei einem Symposium über die Auswertung der Gesprächsergebnisse seit den letzten 50 Jahren. Was können wir festhalten? Was ist ambivalent? Was muss man unter Umständen später nochmal anpacken? Ich bin eingeladen worden von der evangelischen Kirche, die Lutheraner in Deutschland, über die katholische Auffassung von Reform zu reden im November. Und dann gehe ich mal nach Basel zu den Gedenkveranstaltungen für Hans Urs Balthasar und rede über Hans Urs Balthasar und die nichtchristlichen Religionen. Und da freue ich mich, dass ich mir mal Zeit nehmen kann, zusammenzusuchen. Und das ist sehr verstreut, sonst hätte ich es nicht übernommen, wenn ich nicht die Zeit hätte. Es gibt keinen Ruhestand, nur einen Unruhestand. Wir werden Sie vermissen, Herr Kardinal. Ja, ich weiß nicht, man kann in verschiedener Weise wirken. Ich werde mich schon gelegentlich melden.